Shalom, liebe Geschwister, herzlich willkommen zu einem weiteren Video von der Botschaft. Kennt ihr das, wenn ihr mit Christen so spricht und gesagt wird, ja, es steht geschrieben, Paulus sagt, dass wir uns nicht beschneiden sollen oder brauchen, weil wir sind durch Glaube gerettet und das zeigt, dass das Gesetz und die Tora abgeschafft ist. Kennt ihr das, wenn dann gesagt wird, ja, Jesus hat gesagt, nicht was in den Mund hineinkommt, macht den Menschen unrein, sondern was aus dem Menschen herauskommt, das macht den Menschen unrein. Somit ist die Tora abgeschafft. Kennt ihr das, wenn gesagt wird, ja, lasst euch nicht richten wegen Speise, Trank und Festtage und Neumonde, deswegen ist doch ein Zeichen, dass die Tora abgeschafft ist. Solche Diskussionen gibt es ständig und solche Argumente kommen auch nur dann, wenn man sich nur damit beschäftigt, was sagt die Tora und nicht mit der Frage beschäftigt, was ist die Tora. Denn das wissen viele Christen nicht. Und ich denke, das kommt aus diesem falschen Erkenntnis, kommen dann solche falsche Auslegungen bzw. Argumente raus. Weil viele Christen sich einfach nicht damit beschäftigen, was die Tora überhaupt ist, sondern was steht im Alten Testament, was sagt die Tora oder was sagt Moses dazu. Und machen sie sich gar keinen Kopf, was ist die Tora überhaupt? Ist die Tora wirklich nur ein Gesetz, wo alles akribisch sagt, was du tun sollst? Oder was ist die Tora? Stellt euch vor, das ist so, ihr seid in Deutschland. In Deutschland herrscht ein Gesetzsystem, okay? Durch dieses Gesetzsystem kommt jetzt eine neue Politik, eine neue Partei, eine neue Regierung an die Macht. Und das Gesetzsystem besteht immer noch. Aber in manche Aspekte, in manche Punkte wird reformiert. Ja, es wird verändert. Ja, zum Beispiel jetzt die neue Regierung sagt, in Bezug auf die Gesundheitskasse müssen wir neue Regeln einführen. Es muss sich was ändern. Das heißt jetzt die staatliche, ich weiß für sich, AOK-Kasse, ja, die AOK, die Gesundheitskasse, da gibt es jetzt neue Regeln. Wir müssen reformieren, wir müssen neue Beiträge, wir müssen neue Tarife machen, wir müssen neue, ja, alles einfach ändern. Dann ändern sich auch die Gesetze, aber in Bezug auf die Gesundheitskasse. Das heißt, in diesem Bereich ändert sich die Gesundheitskasse, die Reform, das wird reformiert und es ändern sich dann die Gesetze, aber in Bezug auf die Gesundheitskasse, die Verkehrsgesetze, ja, du sollst nicht über Rot fahren oder du darfst nicht falsch parken und so, die bleiben bestehen, so wie sie sind. Die kriminelle Gebote, ja, wenn du Drogen verkaufst, wenn du jemanden tötest oder stehlen tust oder ja, irgendwas Illegales macht, die bestehen weiterhin. Ja, das heißt, es hat sich nur etwas verändert in dem Bereich Gesundheitsbereich. Wenn jetzt der Staat sagt, hey, wir müssen was ändern in den Banken, in den Finanzen, ja, in Bezug auf Immobilien und alle Sparanlagen und Vermögen und alles so diese Dinge, dann wird da ein Konzept ausgearbeitet. Und dann werden die Gesetze an diesen neuen Konzept angepasst. Aber es werden die Gesetze geändert in Bezug auf in diesem Bereich, im Bereich Finanzen. Die Verkehrsregeln, die Gesundheitsregeln oder die Arbeitsregeln, die was weiß ich, alles, was so der Staat umgibt, die bleiben unberührt. Die bestehen immer noch. Das heißt, ein Gesetzssystem ändert sich, wird aber nicht abgeschafft. Und das verstehen viele nicht. Und das verstehen viele nicht, weil sie nicht die Tora als ein Gesetzsystem sehen. Sie wissen nicht, dass die Tora eigentlich ein Staatssystem ist. Die Tora ist etwas, ein System, um es den Menschen zu ermöglichen, miteinander zu leben und wie man miteinander auskommt, wie man miteinander zu tun hat. Ja?
wie man umgeht, was man halten soll. Und dieses einfach Zusammenleben, ja, diese Tora sagt, wie unser Zusammenleben funktionieren soll. Das heißt, dass viele Christen nicht wissen, dass die Tora viele Bereiche hat. Es hat viele Aspekte. Auch wenn die Tora das so vielleicht nicht betitelt und nicht kategorisiert, trotzdem haben wir moralische Gesetze, wir haben zeremonielle Gesetze, also priesterliche Gesetze, wir haben Königsgesetze. Das heißt, die Tora hat viele Aspekte. Die Tora hat Gesetze, die Strafe, aber es haben Gebote, wie du halten sollst. Du hast Verbote, die du nicht tun sollst. Du hast Satzungen, diese manche Rituale. Ja, du hast Gesetze oder Gebote in Bezug auf Krankheiten, auf Kranken, die einen Aussatz haben. Dann gibt es die vielleicht auf dich nicht zutreffen. Die Tora hat Gebote in Bezug Könige, in Bezug auf Priester, die dich vielleicht nicht zutreffen, zu sprechen. Die Tora hat Regeln für die Frau, die dich als Mann nicht zutreffen. Und Regeln, die nur über den Mann treffen, auf die Frau nicht zu. Das heißt, die Tora hat viele Aspekte und nicht alles trifft auf dich zu. Okay? Das heißt, es ist ein System mit vielen Bereichen, so wie ein Gesetzsystem, wie wir es in jedem Land auch haben. Ja? Ein Land ohne Gesetz kann nicht funktionieren. Das heißt, wir haben viele Bereiche, wir haben viele Systeme. Und nicht alles trifft auf dich zu. Und jetzt, wenn jetzt Christen meinen, ja, wenn du dieses Gesetz halten willst, musst du alle 613 Gebote halten. Ich habe jetzt nicht gezählt, wie viele Gebote es in der Tat sind. Ich verlasse mich jetzt einfach drauf auf die Juden oder auch einige Christen, die das gezählt haben. Ob es wirklich 613 sind, weiß ich nicht. Aber ich verlasse mich jetzt mal auf die Zahl, ist auch unwichtig. Wenn jemand so argumentiert und sagt, du musst jetzt alle 613 Gebote halten, dann hör auf mit dem Gespräch. Also ich höre dann auf. Ich sage, es hat keinen Wert, mit diesen Personen zu sprechen, weil die Grundlage fehlt. Ja, die Grundlage ist, man muss verstehen, was die Tora ist. Und er hat es noch nicht verstanden. Wenn er sagt, du musst alle 613 Gebote halten, hat er es nicht verstanden. Denn nicht alle 613 Gebote treffen auf dich zu. Ja, die Tora hat mehrere Bereiche, die Staatsgesetze. Die Staatsgebote, die treffen auf dich nicht zu. Ja, diese Richtergesetze, die treffen nicht auf dich zu. Die Todesurteil, diese Strafen, das hat den Staat, das muss der Staat tun, nicht wir. Das trifft nicht auf mich. Und das sind so die Sachen, ja. Die Gebote für die Frauen, die treffen nicht auf mich zu. Da brauche ich mir keinen Kopf zu machen. Wenn jetzt, wie er sich ein Aussätziger zu verhalten hat, das trifft mich in dem Moment nicht zu, weil ich nicht aussätzig bin. Es sei denn, ich werde irgendwann mal aussätzig, dann muss ich mich damit beschäftigen. Aber nicht alles trifft auf dich zu. Okay? Und die Tora hat bestimmte Bereiche und vieles trifft nicht auf dich zu. Also die Tora ist ein System. Okay? Ein komplettes System mit vielen Bereichen und einige Bereiche haben sich verändert. Das brauchen wir nicht zu verleugnen. In der Tat ist die Tora nicht mehr so, wie sie war. Es haben sich geändert. Viele Sachen. Gesetze des Tempels, ja, diese Regeln des Tempels kann man nicht mehr befolgen, weil es kein Tempel mehr aus Mauer und aus Steinen gibt. Deswegen kann man diese nicht mehr halten. Aber nicht, weil es abgeschafft ist, weil es sich verändert hat. Das heißt, es gab mal eine Stiftshütte. Aus der Stiftshütte wurde es mal ein Tempel und aus dem Tempel wurden der Christus in sein Leib. Aus Christus Leib sind wir als Gläubige und nach uns wird das himmlische Jerusalem der Tempel sein und dann Gott wird unser Tempel sein. Kann man in der Offenbarung lesen, dass Gott unser Tempel sein wird. Also das heißt, dieser Tempelprinzip bleibt trotzdem, aber es hat sich verändert. Okay? Wenn jetzt Paulus sagt, ihr braucht euch nicht zu beschneiden, denn ihr seid auch so von Gott angenommen, ihr braucht euch nicht zu beschneiden, dann bezieht sich Paulus auch nur auf die Beschneidung. Man braucht nicht sagen, die ganze Tora ist abgeschafft. Nein, in diesem Bereich, ja, was Paulus hier anspricht, genau in diesem Bereich, dieser Aspekt der Tora, ist
abgeschafft, in Anführungszeichen, ich nenne es nicht abgeschafft, es hat sich verändert. Es gab eine Reformation, es hat sich verändert. Ja, eine neue Regierung kam und jetzt hat sich etwas verändert. Die Beschneidung ist nicht mehr fleischlich nötig, um zum Abrahams Same dazu zu gehören, wie es früher war, sondern jetzt braucht man die Herzbeschneidung, um zu Abrahams Same hineingepropft zu werden. Ja, das heißt, diesen Bereich der Beschneidung hat sich verändert. Und schon im Alten Testament wurde gesagt, im vierten Buch Moses steht es, ich weiß nicht mehr in welchem Kapitel, dass Gott seinem Volk eine bessere Beschneidung geben möchte als die im Fleisch, sondern eine Beschneidung im Herz. Hat er schon angekündigt im Alten Testament. Also für Gott war diese fleischliche Beschneidung nie jetzt wirklich eine große Thematik. Ja, also das hat sich die Beschneidung, wenn Paulus über die Beschneidung spricht, dann brauchen wir nicht sagen, die Tora ist abgeschafft, das ganze System ist abgeschafft. Nein, nur den Bereich, die Beschneidung hat sich verändert. Das ist ganz klar. Ja, also das verstehen viele Christen nicht. Ja, wenn Paulus jetzt meint, ich weiß nicht, es gibt, ihr braucht euch nicht richten zu lassen wegen Speise und Trank und dann hat sich nur in diesem Bereich was verändert. Ja? Es lasst euch nicht richtig, wie ihr den Sabbat hält, wie ihr den Neumond hält, wie ihr die Festtage hält. Ja? Diese Formalität, diese Satzungen, ja, die haben sich verändert. Dann meint Paulus auch nur diesen Bereich und nicht das ganze System, die Tora hat sich verändert oder ist abgeschafft worden. Ja, in den 10 Gebote heißt es nicht, ja, du darfst jetzt nur einmal Ehe brechen. Du kannst jetzt ab und zu mal neidisch sein. Es hat sich nicht verändert. Es bleibt alles so bestehen, wie es ist. Ja, du sollst nicht lügen. Ja, das bleibt so. Es heißt nicht jetzt durch das, dass eine neue Regierung kommt, heißt, ja, du darfst ab und zu mal lügen. Oder du darfst ab und zu mal stehlen in der Not. Ja, das heißt nicht. Wenn etwas sich verändert, dann wird es auch erwähnt. Paulus erwähnt die Bereiche, wo sich was verändert hat, wo wirklich ein Schatten war auf das Kommende. Und diese Schatten sind jetzt ja aufgedeckt worden. Und dann bezieht sich auch nur auf diesen Bereich und nicht das ganze System ist abgeschafft. Die 10 Gebote sind trotzdem gültig. Ja, es hat sich nichts verändert. Und genau das ist mit diesem unserem Land, unser System. Ja, wenn sich etwas in den Finanzen ändert, dann ändern sich auch nur diese Gesetze. Und wenn sich etwas in dem Bereich, keine Ahnung, Arbeitsbereich was verändert, dann verändert sich etwas hier, die Gesetze im Arbeitsbereich. Alles andere bleibt bestehen. Also wenn Hebräerbrief zum Beispiel sagt, dass sie ein neues Priestertum haben, wir sind nicht mehr nach dem Priestertum Aarons, sondern nach dem Priestertum Melchisedek, und sagt, deswegen gebraucht es auch ein neues Gesetz, dann ist nicht die Tora gemeint im Ganzen, sondern das Gesetz in Bezug auf den Priestertum. Okay? Das ist das, was viele nicht verstehen. Also wenn das Priester, wir haben einen anderen Priesterdienst haben, ein anderes Priestertum, dann ändern sich die Gesetze in den Priestertum. Aber die 10 Gebote bleiben dasselbe, die Speisegebote bleiben dasselbe, der Sabbat bleibt dasselbe. Wenn der Sabbat nur nicht einmal erwähnt wurde, ist, dass es abgeschafft wurde, ist, warum machen wir eine Abschaffung draus? Bleiben wir doch in den Bereichen, wo Paulus auch erwähnt hat. Also es ist eigentlich ganz, ganz einfach, wenn man das so sieht, dass die Tora nicht nur ein Gesetz ist, sondern die Tora ein System ist mit vielen Bereichen. Und jeder Bereich wird sich was erfüllen oder ändern. Ganz einfach. Und wenn Jesus sagt, ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen, heißt es nicht, dass du es nicht tust. Jesus hat nicht gesagt, ich habe das Gesetz erfüllt, damit du es nicht erfüllen musst. Das hätte eh nicht funktioniert. Sondern Jesus hat gesagt, ich muss das Gesetz, ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen, damit ich als Opfer, ja, mich für euch opfern kann und Sühnung erwirken kann, damit ich für eure Sünden, ja, die Versöhnung erwirken kann. Für das musste er das Gesetz erfüllen, nicht damit wir es nicht mehr brauchen müssen. Ja, wir waren sowieso schon verurteilt. Das heißt, das Gesetz, ja, es stimmt zwar, ja, da muss ich den Christen recht geben, wenn die sagen, wenn etwas erfüllt ist,
dann ist es erfüllt. Aber wenn das Gesetz sagt, du sollst nicht neidisch sein und du bist immer noch neidisch, dann ist es nicht erfüllt. Wenn das Gesetz sagt, du bist nicht neidisch, du sollst nicht neidisch sein und du hast es tatsächlich geschafft, in deinem Leben nicht mehr neidisch zu werden, nicht ein einziges Mal, dann hast du dieses Gesetz erfüllt, im Gesetz in Bezug auf das Neidischsein. Dann hat dieses Gesetz auf dich keine Wirkung, weil du es erfüllt hast. Okay? Wenn das Gesetz sagt, keine Ahnung, du sollst nicht lügen und du lügst immer noch, ja, dann hast du das Gesetz nicht erfüllt. Und wenn du dann geschafft hast, in deinem Leben nicht mehr einmal zu lügen, dann hast du das Gesetz erfüllt in Bezug auf Lügen. Aber alles andere steht noch offen. Und genau das ist das Gesetz, greift nur an, wenn du es noch nicht tust, wenn du es nicht erfüllt hast. Jesus hat es erfüllt, deswegen konnte das Gesetz auch Jesus nicht greifen. Ja, er konnte nichts tun, weil Jesus in alle Aspekte des Gesetzes, in alle Gebote des Gesetzes erfüllt hat. Ja, das Gesetz hat etwas gesagt und Jesus hat es getan. Und er hat in alle Bereiche des Gesetzes alles erfüllt. Das Gesetz konnte ihn nicht mehr angreifen. Für ihn war es erfüllt. Er brachte es zum Ziel. Wir noch nicht, aber Jesus hat nicht gesagt, ich habe es zum Ziel gebracht, ich habe es erfüllt und ihr braucht es nicht mehr zu tun, sondern er hat gesagt, ich habe es zum Ziel gebracht, ich habe es erfüllt, damit ich Sühnung erwirken kann vor euch, für eure Sünden. Es ist aber kein Grund, jetzt zu sagen, hey, wir brauchen es nichts mehr zu tun. Denn Jesus hat ja gesagt, es vergeht kein einziges Komma oder kein Jota aus dem Gesetz, bis Himmel und Erde vergehen. Und er sagt auch, wer sowas lehrt, wird der Kleinste sein. Und wie viele Lehrer haben wir, die sowas lehren? Also, liebe Geschwister oder liebe Christen, die noch nicht sich mit der Tora beschäftigt haben, bevor ihr euch auseinandersetzt, was sagt die Tora? Versucht zu verstehen, was ist die Tora? Ja? Was ist die Tora? Denn wenn ihr versteht, was die Tora ist, dann könnt ihr auch besser nachvollziehen, was heute zu halten ist und was nicht oder was möglich ist oder was nicht. Ja. Macht doch keinen Stress. Gott gibt uns die Zeit, da Erkenntnis und etwas zu lernen und auch zu wachsen. Aber hört auf, wenn ihr Bibelverse liest über einen, keine Ahnung, ein Sabbat, vermeintlichen Sabbat oder eine Beschneidung und ihr schafft das ganze System ab, lasst es. Okay? Das ist nur eine irre Lehre. Das bringt nicht zum Ziel, das führt nicht zum Ziel und das lässt uns Jeschua auch nicht ähnlicher werden, sondern es bringt uns eher weg von ihm. Deswegen nur eine Ermutigung, euch ein bisschen, wenn ihr über die Tora spricht und über die Tora und auch sie als abgeschafft sehen wollt, dann beschäftigt euch erstmal so gut es geht mit der Tora und wirklich die Feinheiten zu erkennen, nicht nur, was die Prophetien sind, sondern tatsächlich wirklich, was die Tora als System ist. Das muss man sich da schon ein bisschen auseinandersetzen. Da dauert auch ein bisschen Zeit, bis man kapiert, was es ist. Bei den Christen ist es so, wenn es um die Segnungen Israel geht im Alten Testament, da fühlen sie sich die Christen auch angesprochen. Ja, zu den Kindern Israel wurde Segnungen und Verheißungen, wir gehören auch jetzt und wir sind auch gesegnet durch Israel. Wenn es aber um die Verpflichtung geht und das Halten irgendetwas, da wollen sich die Christen distanzieren von Israel. Nein, nein, das wurde nur den Kindern Israel gegeben. Uns ist das nie, wir sind die Gemeinde, wir sind die Heiden. Ja, also das ist eine egoistische Denkweise, ein egoistisches Verhalten. Segnungen von den Israeliten wollen wir empfangen, aber die Verpflichtungen oder die Verantwortung der Israeliten wollen wir nicht haben. Für mich ein egoistisches Verhalten. Bitte denkt nochmal drüber nach, über nach. Und ich wünsche euch noch einen gesegneten Tag. Bis zum nächsten Mal. Shalom.